Okay, Leute, es ist gerade die Dragon Ball Battle Hour in Los Angeles und es wurde ein neuer Dragon Ball Sparking Zero Trailer rausgehauen, der ja jetzt offiziell, glaube ich, eine Fortsetzung zu Budokai Tenkaichi 3 sein soll. Weniger schnacken, mehr loslegen. Ich schaue jetzt rein. Erstmal kurz die Szenerie wechseln. Und Unreal Engine. Perfekt. Let's go! Oh, shit, 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 shit. Goku, and Earth is my home. I'm still far superior to you. Okay, okay. All right, let's go. Let our battle commence. Now to show you the overwhelming power of a super elite Saiyan. Okay, okay. Okay, topless Goku dabei. First open and mix. This is why the Saiyans are here. Okay, Osaru dabei. Beziehungsweise die Affenform, die Bäraffenform. By my hatred, I'm angry. The Super Saiyan within me erupted to life. You bang? See if you can keep up. Let me show you. I don't care how strong you think you are. I am going to win. If that's what you want. Sieht gut aus. Das kann man schon mal sagen. I'm not gonna waste any time. I'm quite eager to see how you've been training. Ich erwarte auch nichts anderes mit Unreal 5. This is what I call Super Saiyan 3. You had better be ready to kill me. For you to go this, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? I will defeat you this day. So this is a Super Saiyan God's power. I'm tired. Too bad. Yeah. I won't lose. I'm looking for what's beyond strength. There's no Aber wo sind die anderen Charaktere? Ist doch klar, dass sie dabei sind. Da sind die anderen Charaktere. Okay, 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 okay. Okay, wir gucken uns das mal an. Wer ist alles dabei? Oh Gott, okay. Wir haben viele verschiedene Formen von Son Goku. Hier unten links. Normal Son Goku, Super Saiyajin Son Goku, Super Saiyajin 2, dreifache Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue, normaler Son Goku, noch so, Mr. Satan dabei, Buu dabei, die ganzen Vegeta-Formen sind dabei, Classic Vegeta, also Vegeta wie auf der Erde kam. Alter, sind das jetzt die verschiedenen Charaktere mit Formen oder? Guck mal, wie viele verschiedene Vegeta es gibt. Es gibt noch Vegeta, wie er sich seinen Arm gebrochen hat gegen C18, Vegeta. Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Tenshin Han. Ist das Yamchu? Ich hoffe, das ist Yamchu. Krillin ist dabei. Broly Super Saiyan. Wir haben den Typen. Ich habe den Namen natürlich wieder vergessen. Jiren ist dabei. Trunks. Und zwar die Trunks-Version aus Dragon Ball Super. Also wahrscheinlich mit blauen Haaren dann. Ich hoffe, dass sie jetzt einfach nicht verschiedene Versionen von Son Goku reinhauen. Und sagen, ja, das sind alles einzelne Charaktere. Kann man natürlich theoretisch machen, aber das ist... Ja, stell dir vor, die promoten das Spiel und sagen, über 100 Charaktere. Aber letztendlich sind es immer die gleichen Charaktere, nur das Moveset ist anders. Und die sehen dann hier und da ein bisschen anders aus. Dann steht hier anstelle Son Goku, steht da Schildkröte. Oder da steht Kaio. Ich auf dem Rücken stand Kaio. Aber... Oder steht auch gar nichts manchmal bei ihm auf der Brust. Das gab's ja auch noch, diese verschiedenen Formen. Aber, ich bin gespannt. Das Problem ist, wir können es ja ganz offen darüber sprechen. Es wird bestimmt ein Service-Game sein. Wir leben in einer Zeit, wir kommen da nicht mehr drum herum, dass das Spiel einfach rauskommt und 120 Charaktere hat. Und das war's. Das wird definitiv nicht passieren. Man gucke sich Dragon Ball Xenoverse 2 an. Das haut heute immer noch DLCs raus. Ja, jedes Mal, wenn ein neues Dragon Ball Kapitel kommt, gibt es neue Charaktere und dementsprechend gibt es neue Xenoverse-Charaktere.
und die hauen da immer wieder raus. Ich weiß gerade gar nicht, ob es mittlerweile eingestellt ist oder nicht, aber es läuft ja immer noch. Also mit Einstellung meine ich halt einfach, ob die da noch DLCs raushauen. Das Spiel spielt, wird ja immer noch gespielt. Und ich glaube leider, dass Budokai Tenkaichi beziehungsweise jetzt Sparking Zero auch da reinfallen wird. Und das wird teuer. Denn wir leben nicht in einer Welt der Großzügigkeit, sondern wir leben in einer Welt, in der Leute Geld machen wollen. Und auch die Japaner wollen natürlich Geld machen. Und Bandai Namco möchte Geld machen. Was ja in Ordnung ist. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch für weitere Informationen gedroppt werden zu diesem Spiel. Weil ich bezweifle, dass es einfach ein 60-70-Euro-Titel sein wird. Und hier sind eure 50 Charaktere. Und das war's. Wenn das so ist, dann irre ich mich. Und da irre ich mich sehr, sehr gerne. Und wenn dem nicht so ist, dann, ja, this is the way leider mittlerweile. Aber es werden, glaube ich, viele Charaktere zum Start kommen. Es kommen anscheinend viele Charaktere zum Start. Aber wie? Ja, nicht so wie bei Dragon Ball FighterZ, da fand ich es auch ein bisschen schade. So viele Son Gokus. Und dann sind es verschiedene mit Movesets. Ja, hier können sie sich noch im Kampf verwandeln. Kann natürlich interessant sein, aber verkauft die dann bitte nicht so, als wären es viele verschiedene Charaktere. Nehmt einen Charakter und dann kann man das Moveset anpassen, die Verwandlungsform anpassen für diesen Kampf. Und es ist aber nur ein Charakter. Aber sagt mir dann nicht, dass es fünf verschiedene Charaktere sind. Naja, Dragon Ball Sparking Zero gibt es, glaube ich, noch kein Release-Datum. Ich guck noch mal ganz kurz. Wishlist now. Wishlist now. Aber gut aussehen tut es. Gut aussehen tut es. Und ich frage mich, ob es dann auch sich gut spielen lässt. Ich habe schon von sehr vielen Leuten gehört, Budokai Tenkaichi war nicht gut gebalanced. Mal schauen, wie es hier sein wird. Ich habe kein Problem damit, wenn es ein schlecht gebalancedes Spiel ist, dann ist es ein Singleplayer-Spiel für mich. Ich habe auch sehr viel Spaß mit Singleplayer-Spielen. Ich muss nicht unbedingt im Multiplayer-Spiele gegen andere Leute spielen. Deswegen Dragon Ball Sparking Zero immer noch eines meiner Titel, auf die ich mich sehr, sehr freue und sehr gespannt bin. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es seht, wie ihr es glaubt, wie es mit der Monetarisierung sein wird und auf welchen Charakter, der noch nicht angekündigt wurde und der wahrscheinlich so ein bisschen Underdog-mäßig ist, freut ihr euch. Bis dann.